So, ich möchte euch mal so die Vorteile wie auch die Nachteile des Geschirrs erst einmal ein bisschen näher bringen. Es gibt so viele handelsübliche Variationen. Das bekannteste ist wahrscheinlich so dieses K9-Geschirr. Das K9-Geschirr kennen wahrscheinlich viele von euch. So ein kleiner Trendsetter in der Hundeszene. Ich empfehle es eigentlich immer dann, wenn es sich um einen sehr unsicheren Hund handelt. Der große Vorteil von diesem sattelähnlichen Produkt ist einfach, dass der Hund komplett umschlungen wird. Und ein Hund, der unsicher ist, dadurch eigentlich ein anderes Körpergefühl bekommt. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, dass ein Hund, der Ängste entwickelt hat irgendwo, diese Emotionalität mit seiner Körperempfindung auch verknüpft hat. Bekommt ihr also jetzt eine neue Körperempfindung, nämlich mit Hilfe dieses Geschirres, ja, kann sich dadurch zum bestimmten Prozentsatz natürlich die Unsicherheit ein bisschen auflösen und man hat einen schnelleren, effektiveren Zugang zum Hund, um ihn eigentlich jetzt in angstbedingten Situationen neue positive Einflüsse zu setzen und somit eigentlich gut geeignet für angsttherapeutische Trainingsmaßnahmen. Ja, also eine gute Erfindung. Zum Laienführungstraining halte ich das Geschirr eher ein bisschen ungeeignet, weil eben auch hier hinten eher der Führpunkt befestigt ist und der Hund natürlich mit viel Kraft nach vorne ziehen kann. Hier müsst ihr euch einfach immer vorstellen, dass Druck Gegendruck aufbringt und mit jedem Zug an der Leine der Hund eigentlich ins Ziehen von euch weg motiviert wird. Deshalb das K9. Vorteile, man kann mit dem Geschirr auch viel Spaß haben. Hier an der Seite seht ihr den Klettverschluss. Dort gibt es dann immer entsprechende Bildchen von Knutschkugel bis Azubi. Kann hier individuell der Hund natürlich geschaltet und signalisiert werden nach draußen. Und somit wirkt dieses Geschirr auch so ein bisschen präventiv. Ja, und stellt euch vor, ein großer Hund, beispielsweise wie Kira, der hat natürlich so einen Mitteilungsaspekt für Leute, die entgegenkommen. Steht aber drauf, Knutschkugel, schwingt sozusagen schon ein bisschen was Lustiges und Positives mit. Und das wurde hier eigentlich so ein bisschen mit bedacht. Ja, das K9. Das Geschirr, was ihr vorhin schon an der Kim gesehen habt, ist eher so konstruiert, dass es sehr weich gestaltet ist und somit eigentlich im Tragekomfort für den Hund sehr hoch ist. Auch hier ist der große Nachteil eigentlich, dass der Führpunkt hinten platziert wurde und somit wie beim K9-Geschirr, wie gerade dargestellt, eigentlich, wenn der Hund noch nicht das vernünftige Laufen gelernt hat, man schnell dazu ihn motiviert, an der Leine zu ziehen und sich mit viel Kraft hineinzuarbeiten. Man kann sich das wahrscheinlich gut vorstellen, denn wenn die Kraftaufwendung entgegen der Leinführung des Hundehalters passiert und dann auch gut gepolstert ist, dass der Hund natürlich nochmal doppelt so viel Kraft aufbringt. Mein persönlicher Favorit in der Hundeführung ist und bleibt das Halsband. Ich bin eher der Vertreter dafür, dass der Hund eigentlich wenig irgendwie eingeschnürt werden soll und hier ist natürlich der Nachteil, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass natürlich ein sehr geringer Wirkungskreis am Hals des Hundes, falsch zur Anwendung gebracht, natürlich sehr negativ auf den Hund wirken kann. Aber ich bin ja schon darauf ein bisschen eingegangen, dass das Hilfsmittel per se die Leinführung nicht korrigiert, sondern das müsst ihr schon machen. Wie ihr das machen könnt, habe ich euch im Beitrag der Leinführung ja schon mal gezeigt. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt oder nochmal nachschauen wollt, hier einfach nochmal klicken. Achtung, Special Effect. Gut, wir lassen das ein bisschen stehen. Kommen wir weiter im Text. Halsbänder gibt es wahrscheinlich genauso viele Varianten wie
entsprechende Geschirre, Farbvarianten, Materialbeschaffenheit und so weiter. Wichtig ist hier eigentlich immer, dass das Halsband nicht zu eng sitzt, sodass, wenn das Halsband beim Hund sitzt, sie eigentlich locker, ich sag mal so mit zwei Fingern zwischen Hals und Halsband so dazwischen kommt. Der große Vorteil bei Halsbändern ist eigentlich, dass man eben auch hier präventiv nach außen sehr kreativ sein kann. Ihr seht bei Kira am Halsband, dass das so ein bisschen geschmückt wird. Das ist schon gar kein Halsband mehr, ist schon eher ein Collier. Aber es gibt natürlich auch günstigere Varianten. Zum Beispiel immer mehr Anbieter, die solche Halstücher zur Verfügung stellen. Die werden einfach auf das Halsband draufgeschoben. Und somit bekommt der Hund dadurch eigentlich auch einen sehr, interessanten Außeneffekt, nämlich, du hilfst mir aber auch heute gar nicht. So, nämlich beispielsweise hier haben wir die Spider-Man-Version. Und so kann der Hund eigentlich auch kleidungstechnisch jeden Tag anders ein bisschen gestaltet werden. Man erreicht hier natürlich eine höhere Flexibilität in der Außenwirkung als vielleicht bei so manchen Geschirren. Wir sind hier natürlich wieder im Modeaspekt, aber der spielt natürlich in der Hundehaltung heute auch immer mehr eine große Rolle. So, solltet ihr noch Fragen haben, Halsband, Geschirr, die ich heute vielleicht nicht umfänglich beantwortet habe, ihr wisst, schreiben. Ansonsten gebe ich euch jetzt den Hinweis, abschalten, nehmt euren Hund raus in die Natur und habt Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Enrico Lombardi. Nötig ist das sogenannte Ausführungskommando. Und für die Ausführung muss der Hund eigentlich lernen, welches Signal für welches Verhalten entsprechend steht. Bei uns das Bändchen hat sie als Lösungsansatz erst jetzt entdeckt, aber ist noch nicht so dahinter gekommen, das entsprechend rauszuziehen. Bei den Klötzen ist sie jetzt viel effektiver unterwegs.